Guck mal, ich nehme nur 3, ne? Ich hab noch nicht mal was verstellt, aber hier sitzt 3. Was war das für ein Dialekt? Das ist irgendwas, ich glaube, was Plattes. Aber ich kann. Nee, ich kann kein Platt sprechen, nur ich sag's nur. Aber ich glaube, das war platt. Ja, aber also mit der Keule. Plattdutsch. Hatten wir auch mal in der Schulzeit. Ey, du hast verraten, dass du in die Schule gehst? Ja. Was ich nicht verrate, ist, dass ich ganz hinten in der Ecke immer saß und immer derjenige war, der geschlafen hat. Aber alle platt quatschen, das kann ich. Vorsicht, heiß und fettig. Die Frau Grit, die kommt mit einem heißen Tablet. Nee, mit dem Tablet, mit dem heißen Tee. Einmal Kamille für mich. Dankeschön. Vorsicht, heiß und fettig. Orangentee für Manulein. Muss ich doch mal ein bisschen Werbung machen für die Leute, die auch mal bei uns im Chat heißen Tee trinken möchten. Auch wenn er nur... bist die Falsche gefahren. Wieso bin ich die Falsche gefahren? Das ist doch egal. Na, jetzt muss ich wieder neu ein... Mir irgendeine. Hauptsache es sind 3. Jetzt muss ich wieder neu einpingeln. Wer bei uns im Twitch-Chat auch mit heißen Tee von unserer Grit serviert bekommen möchte, der könnte dabei sein. Ah, warte. 1, 2, 3, sind das 4 Bahnen, ja? Mal gucken. Also von Montag bis Donnerstag abends von 19 bis 22 Uhr. Meistens so gegen 21 Uhr geht unsere Grit immer einmal für den ganzen Chat einen Tee bereiten, ganz liebevoll. Und Cookies mit Schokofüllung und Toffifee-Füllung. Oh, oi. Kannst du meine Daniel, kannst du meine beiden Ratten mitnehmen? Schöne große Runde, auch wenn es regnet, egal. Vielleicht wachsen sie noch. Nein. Schlaf gut und süße Träume dir. Gute Nacht, Dani. Daniel, nicht Daniel. Daniel. So, ja, ich sag zu anderen allen Daniels, Daniels, aber egal. Irgendwann muss ich sie ja, dann müsste ich ein paar Kilometer fahren, um sie abzuholen. Ich schieb sie dir durch die Leitung, Daniel. Das passt schon. Eben war es eine Dreierreihe, jetzt ist es wieder eine Viererreihe. Sag mal. Was? Nein, das sind alles Dreierreihen. Nein, guck, ich bin eben eine Dreierreihe ich gefahren. Ich schwör. Und zack, fahre ich wieder eine Viererreihe. Von München nach Hamburg. Ist doch nur, jetzt hat er wieder die andere genommen. So, willst du mich... Du willst mir echt fertig machen, ne? Auf meiner Stirn, steht wirklich Verarsch Andrina. Ja, Himmel. Aber guck hin, ich komme dir entgegen. Ich habe schon wieder eine Viererbahn, obwohl ich nur 4 Bahnen weitergefahren bin. Stolze 700 Kilometer, Daniel, das schaffst du. Nein. Wir wünschen dir aber trotzdem eine gute Nacht und süße Träume. Muss ich wieder einen rübergehen? So. Ist aber... Was machst du? Was mache ich denn? Alles gut. Du bist fast perfekt, Ich bin die Dreierbahn hochgefahren. Ja, ich hab dir gesagt, die erste war eine Vierer, dann war es eine Dreier, jetzt ist es schon wieder eine Vierer. Ja. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts verstellt, gar nichts. Nichts geschoben, überhaupt nichts. Deswegen heißt meine Dani auch Uschi. Ich habe zu viel Danis im Umfeld. Dann musst du die anderen umbenennen und deine Dani nennen. Dann nennt er seine eigene Frau Uschi, nur damit die anderen Danis heißen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. ich krieg die nicht. Doch, krieg ich weg. Und? Pegelt er sich ein? Diesmal ist er genau auf der Grenze und macht noch einen Vierer. Ja, dann geh doch mal einen Schritt nach rechts oder sowas. Oder mach, wie du denkst. Du musst ja sowieso gleich weg. So. Meine Schwester ist auch Dani. Eieieiei. Ja, ich bin gleich voll. Wir haben jetzt mehrere Andreas, mehrere Daniels oder Danielas. Ah ja. Aber bitte mit Sahne. Oh Gott. Heute hole ich echt die alten Schinken raus, kann das sein? Möglich. Ah, wer kann, der kann. So. Mumus mit Sahne. Nehme ich. Habe ich immer noch nicht. Leer? Oh Flo, was soll ich sagen? Habe ich immer noch nicht gekriegt. Aber Hauptsache mir Prügel androhen, wenn ich nach Haus komme. So. Der vorne war jetzt voll, ne? Musst du mal überprüfen. Warte mal, ja. Der vorne muss voll sein, weil hier ist schon was drin in diesem. Musst du einfach mal überprüfen. Stelle ich den jetzt da drunter. Ganz voll ist er denn noch nicht. Ich bin aber der Andi aus Tirol. Geh sowieso. Nein, ihr heißt alle, wie ihr heißt. Es ist für mich nur das, die Sache, dass ich das unterscheiden kann. Dann sage ich Andreas und dann fühlen sich gleich zwei Andreas angesprochen. Oder ich sage Mickey, dann fühlen sich zwei Mickys angesprochen. Ja, und wenn sie mir weiter noch andere Namen gibt, weiß ich bald nicht mehr, auf welchen ich reagieren soll. Du bist nur Phil, Philipp oder Peter. Ich weiß gar nicht, was du hast. So viele Namen sind da doch gar nicht. Nein. Was ein Glück, bin der einzige Troll hier. Ja. Aber weißt du, woran ich denke, Philipp, wenn ich lese Troll? Ach, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Denk mal an Schicks und Fidget, an die Goblins. Ja. Ja. So. Da habe ich momentan auch Probleme. Wieso? Keine Ahnung warum. Es lässt sich momentan, wenn ich zum Beispiel mit der Maus jetzt arbeite da und so und alles, lässt sich nicht drücken. Dann habe ich zwischendurch das Problem, dass ich irgendwie irgendwelche Tasten nicht drücken kann. Irgendwelche Knöpfe da. Dann machst du es doch auf dem Handy. Ja. Einige Sachen machen sie auf dem Handy einfacher, einige machen sie sich auf dem Computer einfacher, finde ich. Habe aber neulich zweimal schauen müssen, hab auf Twitch eine Findelfuchs gefunden. Okay. Oh, Reh überniedet. Eieiei. Salami. Ach Gott sei Dank, dass die armen Zuschauer sowas nicht sehen müssen, ehrlich. Da bin ich echt froh drüber. Das ist im Kreisverkehr, hat den. Naja, wollte auch im Kreisverkehr laufen, bloß in die verkehrte Richtung. Da. Sehr schön. Ich dachte, wir kriegen das Feld heute noch fertig, aber wenn du so langsam arbeitest. Wie bitte? Was ist hier nur die halbe Spur gemacht oder was? War voll. Mann. Ich glaube, ich bin als Arbeitgeber bin ich echt nicht gut, du. Ach. Wenn hier nur halbe Sachen gemacht werden.
280.000 abgeliefert. Noch 85.000. Noch 85.000, das sind ja noch zwei Anhänger und ein bisschen. Hm, zwei Anhänger und ein bisschen noch. Ja, einer steht schon da. So, ich komme als erstes so. Zack. Eat. Traktor ist zu langsam. Schön über die Insel gefahren, natürlich. Ach. Rote Ampel mitgenommen. Kann gar nicht sein. Ja, hab ich gesehen. Guck mal, dafür, dass ich immer zwei Blitzer unterwegs habe, habe ich noch nie ein Foto. Soll ich jetzt stolz auf dich sein, oder was? Nee, natürlich. Oh, ja, wir sind arm wie Kirchenmäuse. Wir sind arm wie Kirchenmäuse, wirklich. Sollte vielleicht aufhören, Goldbarren zu essen oder sowas. Diamanten zu knabbern, shit, jetzt wollte ich was trinken, jetzt ist schon wieder cool. Aber da kannst du mal sehen, wenn wir nicht hingucken, dann fährst du über rote Ampeln drüber. Ich hab's gewusst. Nein, ich mach sowas nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist immer dann sitzt immer die Bremse aus. Ach so, na denn. Beruhigt mich ja ungemein. Das liegt an der schlechten Wartung meiner Chefin. Die ist nicht gewartet, oder was? Die das nicht wartet, ja. Die ist... Die Chefin, ne? Ja. Frau, los! Hau ihm weg auf die Nase. Ich wollte schon sagen, jetzt fehlt nur noch Fass, ja. Ja, so ungefähr, aber ich glaube, da kriege ich wieder Prügel. Mumus sind lecker. Also die Bonschen, wir sprechen von den Bonschen, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Uschi, mach keinen Quatsch. Uschi, komm, sei lieb. Passt. Was passt? Passt. Dürfte passen. Dahinter passen. Oder da reinflutscht. Und ansonsten schieben wir ihn einfach noch ein bisschen. Nächste rote Ampel kommt. Reicht nicht. Und du bekommst ein Bild von mir. Okay. Hat doch nicht gereicht, das ist doch zum Heulen. Ach, das Gewicht ist vorne dran, deswegen. Ah! Geht auch. Los geht's. Oh. Mach's gut, tschüss. Grüß schön. Gute Fahrt. Allzeit gute Fahrt, ne? Teddybär. Ja, Teddybär 1-4. Hier spricht Mama Teddybär. Das ist der letzte Teil. Es gibt ja einen zweiten davon, ne? Es gibt 4 Teile. Es gibt sogar 4? Ich weiß nur von 2. Ja, siehst du, kannst mal sehen. Du hast von nichts auch nur einen Hauch einer Ahnung. Drei. Vier. Oder? Ich weiß noch von einem zweiten Lied. Von mehr weiß ich nicht. Tatsächlich. Egal. Ich habe auch gerne mal Unrecht. Habe ich auch kein Problem mit. Bleib jetzt drüben. Oh, Junge, der schwimmt was zusammen. Ich hab ja fast alles selber gemacht, ne? Das ist ja wirklich unfassbar, du.
geerntet. Ah. Was hast du denn jetzt gedacht? Hallo? So. Ein schönes Maisfeld hier so häckseln oder so, das wäre auch mal was. Häckseln? Mhm. Oh, das habe ich auch noch nie gemacht, ne? Also außer die Zuckerrüben vor unserer Zuckerfabrik. Erinnert ihr euch noch an den Berg? Mhm. Nächstes Mal tauschen wir. Ich glaube nicht, dass das Philipp das möchte. Was? Ernten? Ja, dass wir tauschen. Da habe ich kein Problem mit. Also ich wäre definitiv schneller als er. Ja, querfeldein. Querfeldein würde sie fahren, weißt du? Aber beschwert sich bei mir, wenn ich über eine rote Ampel fahre. Ich fahre wenigstens noch auf die Straße. Roshi macht keinen Quatsch. Genau. Ich weiß gar nicht, was du hast. Mhm. Da war hier die Laterne. Ich hoffe, dass mein Sprit noch reicht. Bei der ganzen Drescharbeit, die ich hier tue. Kannst ja im Notfall den anderen nehmen. Der ist ja voll. Kann man auch wieder zurück entleeren in den anderen. Oh. Ach, Philipp. Nee, du. Undienstleistung 90%. Wir haben jetzt... Warte mal, nur warten. Warten. 45.800 noch. Boah. Wie viel noch? 45.800 noch. So. Los geht's. Das schaffen wir nicht, ne? Was? Wir haben nur noch einen halben Tag. Wir haben nur noch einen halben Tag? Naja, ich wollte nicht sagen 30 Minuten. Da war eine rote Ampel? Ja, ja. Ah, das war ein Kreisweg hier. Grün! Boah, der fährt los, weißt du, wenn schon wieder rot ist. Kommt gerade nicht in die Gänge. Außerdem muss ich auf die Blitze aufpassen. Ja. Aber nicht an der grünen Ampel. Nee, aber beim Beschleunigen. Wenn du jetzt gleich in den anderen Traktor stellst, kannst du den Rest, die Restfüllung bei mir abholen. Okay. Kann ich mal auf. So. Trollen so, ich Durst, Keule macht Dauer, Troll rennt ins Schuppen, wieder da. Oschi, du bist gut. Zwei Däumchen nach oben. Hallo Rebecca, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du nochmal reinlugst. Hallo Rebecca. Ja, wir haben auch wirklich das äußerste Feld genommen, ne? Meine Herren, du. Mhm. Das ist so ein langer Weg. Ja, ein paar Minuten noch, dann ruft mein Bett. Das würde ich ignorieren. Heute würde ich das ignorieren. Ganz ehrlich, hätten wir diese Menge an Fahrereien
bei dem Feld das letzte Mal gehabt, was links oben war und wo ich ganz rechts unten hin musste. Ja, das wäre noch schlimmer gewesen. Ja, dann wäre ich wahnsinnig geworden. Ich stelle mir gerade das große 46er Feld, glaube ich, ist das. Ja, das... Kassetten vor. Hey. So. Dann wollen wir mal. Warte, ich muss kurz einpegeln. Ach, da bist du. Ich habe mich leider etwas ausgesperrt aus meiner Spur. So jetzt. Und du tankst mich noch nicht mal voll ab, wa? Nee. Oha. Das war nix. Oha. Bei der nächsten Fahrt geht's dann schon zum Hof. Vorher nur 5000 Liter mal rausgeschmissen beim Laden. Ja. Leer. Voll. War's. Ah, wir haben schon 94% vom Feld fertig, ne? Mhm. 94% das Ganze. Naja. Feld ist zu 91% fertig. Und die Lieferung zu 87%. So. Ach, guck mal, hier ist grün. Dann fahren wir hier rauf. Ja. Ich würde jede grüne Ampel nehmen, egal welches ist. Ich glaube, ich muss doch noch das andere Premium-DLC mit draufnehmen. Und dann versuchen, mit dem Baumspray die Laternen anzuspuren. Meinst du? Ja. Dann hast du immer grün, ne? Ja. Und wenn es nur der Fall ist. Mhm. Das haben wir mal geschafft. Ich war, glaub, 8 oder so. Meine Mutter hat mit mir meine beiden Schulkameraden nach Hause gefahren nach meinem Geburtstag. Die haben meine Mutter so besoffen gequatscht mit solchem Blödsinn, dass die im Endeffekt im Kreisverkehr mit einem Scheibenwischer geblinkt hat. Oh, buh! So besoffen gequatscht haben sie. Wie groß ist der Schuppen? Habe gerade nachgelesen, dass ein Troll 3,50 Meter groß wird. Umso und so um 80 Jahre alt werden kann. Und manche drüber, oh Gott. Die Hand passt rein, um die Getränke zu holen. Enno ist noch ein Baby-Troll. Ja. Ah, Enno. Deswegen meinte ich ja so diese Steintrolle so von Frozen. Die sind ja etwas kleiner. Ne, bei Troll denke ich wirklich immer an den großen Troll, an die, wo Manu immer verprügelt hat, um da die Trollpopel zu kriegen. Trollpopel. Uschi, hau mal auf den Troll, weiß nicht, ob der auch einen Popel hinterlässt.